Wir machen jetzt weiter mit den nächsten Künstlern, die auf jeden Fall schon mal den Talent Award für den besten Namen gewonnen haben. Sie stammen aus Oldenburg. Hier ist Rise Against the Spülmaschine. Hi. Ich bin der Bruder von Sven Benzmann. Aber wir haben nicht die gleichen Eltern. Hey, ist natürlich Quatsch. Wir sind Rise Against the Spülmaschine. Aus Oldenburg. Nicht mehr nur aus Oldenburg, mittlerweile auch aus Buxtehude. Sind Leute aus Buxtehude da? Natürlich nicht. Was? Doch jemand? Ach, ohne Scheiß? Ja. Geil, wo hast du gewohnt? Ich wohne in der Stadtstraße. Ach ja, gut, da wohne ich jetzt auch. Krass, echt ohne Scheiß? Naja, gut. Ja, ich hab mich gleich connected, ne? Ist wunderbar. Geil. Ja, wir haben es uns zum Auftrag gemacht und uns gesunde Ernährung auf die Fahne geschrieben. Rise Against the Spülmaschine ist da natürlich liegt auf der Hand. Und im nächsten Song ist nicht nur ein Song, es ist ein Song aus einem ganzen Songzyklus, aus dem Songzyklus Tote Menschen schreiben Lieder über Essen. Da haben wir verschiedene tote Menschen angeschrieben, ob sie nicht einen Beitrag zum Sampler machen wollen. Und hier ist der Beitrag von Amy Winehouse zum Thema Suppenkraut. Oh well, sometimes I go out by myself, also ganz allein. Dann kaufe ich beim Bäcker Brot, beim Fleischer Fleisch und im Weinhaus kaufe ich Wein. Ein. Ich mach ne Einkaufsliste, damit ich auch nix vergess, weil ich heute noch auf die Piste will und morgen Suppe ess. Kauf ich Brühe und Gemüse, Buchstaben, Nudeln und Maggi. Doch das allerwichtigste ist Celery. Leute, das ist ein so wunderschöner Mitsingteil. Der Text ist relativ simpel. Bap, bap, badab, bap. Und dann muss man ihn nur rhythmisch so ansatzweise richtig hinkriegen. Achtung. Celery, bap, bap, badab, bap. Ja. Celery. Lauter. Celery. Schöner. Ja. Ungefähr da. Sehr gut. Weil ich gestern so am Start war, habe ich jetzt einen fiesen Kater. Doch was soll's? Es ist mir völlig schnuppe, denn ich koch mir jetzt eine Suppe mit viel Salz. Ja, ich brauch Elektrolyte, hol die Sachen aus der Einkaufstüte raus. Mit dem Rezept von meiner Oma weck ich jeden aus dem Koma wieder auf. Was ich eingekauft hab, das hab ich ja schon erzählt. Doch dann fällt mir auf, dass da irgendetwas fehlt. Ich bin so ein Idiot, ich wünschte, ich wär tot, das verzeih ich mir nie. Scheiße, ich vergaß den Celery. Celery. Sagst, geh doch noch mal zum Supermarkt. Doch ich sage no, no, no. Checkst es nicht, heute ist ein Feiertag. Der Supermarkt hat so, so, so. Oh, spar dir deine schlauen Sprüche und komm mit mir in die Küche. Wir müssen's irgendwie probieren und improvisieren. Ian, 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 Ian. Meine Damen und Herren, heute Abend im Waschsalon. Oh, ne. Xavier Naidoo mit Originalbrille. Oh, hey. Ne. Celery. 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 Und jetzt aller Christe Birken Fade-Out-Ende hinkriegen. Ich wette, Christa Burke steht heute noch da und singt Lady in Red.
Oh, c'est la vie. Reisegänste Spülmaschine! Reisegänste Spülmaschine!